Herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge von Anno 2070, hier direkt über unserer drohenden Ölpest, über einer brennenden Ölplattform bei mir. Kann ich hier mal rausgehen aus dem Kram, so. Wieso sind die Lager an den Ölplattformen eigentlich schon wieder voll? Wird das nicht mehr abgeholt, das Öl? Oder? Ah, das wird zur Hauptinsel noch gefahren, oder? Ja, das wird noch zur Hauptinsel gefahren, da bringt das nichts. Das müsste ja jetzt. Ich glaube schon, dass wir zur Hauptinsel. Es müsste ja jetzt auf eine andere Insel gefahren werden. Das müssten wir vielleicht mal einrichten. So, wo ist denn jetzt die Calypso? Hä? Calypso? Da. Nein, wo ist die Calypso? Explodiert. So, ich habe die Handelsroute mal eben geändert. Hallo? Calypso? Ich hab sie nicht. Mission, Fuhrpark und Gebäude. Flugzeuge? Nein. Kriegsschiffe. Calypso, wo bist du? Ich sehe sie nicht, wenn ich Schiffe durchklicke. Da ist sie. Die holt jetzt auch noch Kohle ab. Wo ist sie denn? Oder hat Kohle abgeholt gerade. Da ist sie. Warum habe ich sie denn gerade nicht gefunden? Geh doch einfach auf Fuhrpark. Ne, ich habe hier unten drauf geklickt. Wo ist denn das dann? Unten links neben dem zentralen Menü. Unten rechts, links neben dem zentralen Menü. So. Und dann kannst du da Fuhrpark und Gebäude. Und dann kannst du auf Kriegsschiffe und dann kannst du. Hä? Oder Handelsschiffe. Dann werden sie auch alle angezeigt. Die Atalanta. Ach so. Oder die Flugzeuge werden dann hier alle angezeigt. Modulkonstruktion. Gerade rechtzeitig. Das ist gut. Ich wollte Zucker von hier oben holen. 304 Tonnen, das sollte erstmal reichen. So. Was nach da drüben? Und wir brauchen noch ein paar Champagner-Produzenten. Ein paar Champagner-Kellereien. Kam nicht drauf. Kellereien? Wo? Da ist die Ölpest. Oder die drohende Ölpest. Los, lösche das Feuer. Meine kleine Calypso. Nein, fach es an! Calypso! Du Backfisch und Orange und Weiß, was? Was? Nein. Hä? Nemo! Warte mal. Backfisch in Orange und Weiß. Bist du bereit, die Feuerprobe zu bestehen? Nein. Feuerprobe, die Feuerprobe! Meine Blupsen! Muss sie alle retten! Das Spiel war geil. Das hab ich nicht gehabt. Das Spiel war geil. Das hast du an einem Tag durchgezockt, aber es war geil. Das einfach geht nicht, verdammt. Aber eher so auf trashige Art und Weise geil. Achtung, Produktionsstillstand. Auf trashige Art und Weise. Gerade wo man hier noch so Kellereien zwischenstopfen kann, wo noch Platz dafür ist. So, und ihr habt kein Eisen mehr vermutlich, ja. Wie immer. Es ist immer dasselbe. So, wir haben wieder Zucker auf der Hauptinsel, 150 Tonnen. Das war die langsame, dann war es doch die Ocelot, die schnelle war. Fahren wir mal eben hier rüber. Und das andere Schiff kann aber auch gleich mitkommen, ich brauche beide. Mhm. Achso, jetzt können wieder ein paar aufsteigen. Nö, warum geht das denn nicht? Nee. Dahl brauche ich bitte, also Eisen. Her damit! Eisen verladen, alles her damit, alles hergeben. Und Kohle. Kohle. Diese Mission. Streng geheim. Wie so ziemlich alles bei SAAT. Oh, das ist ja gar nicht mein Schiff. Ist die
eigentlich wieder auf Tour? Ja, Calypso ist wieder auf Tour. Die habe ich wieder auf Tour geschickt. Gut, nachdem sie gelöscht hat. Ja. Daran denke ich auch noch. Bin ja so gut. Ach verdammt, jetzt können wieder keine aufsteigen. Nervig. Wieso nicht? Wieso können keine aufsteigen? Weil die doch immer ein bisschen brauchen, bis die aufsteigen dürfen. Ach so. Ich dachte schon, weil irgendwas fehlt. Nee. Die brauchen doch immer ihre Zeit, bis die 100.000 Stück aufsteigen können. Oh, das Schiff ist so langsam. Deswegen warte ich auch immer zwischendurch, bevor ich die ein bisschen aufsteigen lasse. Was auf meinem Bild sehr, sehr spannend aussieht, wenn ich hier nichts tue. Aber ich warte. Es ist viel spannender, wenn ich hier hin und her fahre und Waren verschiebe. Ja, keine Ahnung. Ich mache hier einen auf Spediteur und das war's auch im Moment. Transporter! Niemals in die Ware öffnen, das Paket öffnen, ne? Keine Fragen stellen, niemals das Paket öffnen und noch irgendeine Regel. Waren drei Regeln. Aber seitdem ist der... ach verdammt, wie heißt der noch? Der Schauspieler. Statham. Jason Statham? Heißt er so? Keine Ahnung. Seitdem der das nicht mehr gemacht hat, also es kam ja ein neuer raus. Der neue war nicht wirklich so gut. Ohne Jason Statham ist das nichts. Das sollte jetzt hier oben wieder anlaufen, oder? Jo. So, darf ich jetzt wieder ein paar aufsteigen lassen? Ohne dass hier gestreikt wird. Ja, das sind einige Häuser wieder. Nein, jetzt wieder keine. Also echt. Jo, die Hafenstadt im Moment. Anlaufen. Wie sieht's denn hier aus mit Sand und Kupfer? Hell's Kitchen kann man das auch nicht mehr nennen. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Ich hab's ja nur Hell's Kitchen genannt, weil wegen... weiß es gar nicht mehr. Ich hatte bestimmt irgendeinen triftigen Grund, warum ich das so genannt habe. Wahrscheinlich wegen der Ökobilanz, die wir mal zeitweise bei minus 400 oder so hatten. Ach, was hatten wir nie? Jetzt haben wir bei 0. Bei wunderschönen 0. Ah, Mann, jetzt. Okay, ich warte jetzt wieder mal ein paar Minütchen. Ach ja, so spannend. Nichts passiert hier. Warum fährt denn da keiner hin und holt die Waren ab? Das ist doch ein großes Depot. Achtung, Produktionsstillstand. Kellerei. Wie? Kälterei. So. Mehr Kälterei, nicht Kellerei, ja. Kellerei. Wahrscheinlich, weil da kein Warendepot in der Nähe ist. Zack. Oder nicht zack. Nah genug. Zack, wie viele können noch aufsteigen? Genug. 49, nein. 39. Naja. Da ist eins, aber das ist nicht nah genug. Das nächste steht da oben. Ich hätte auch einfach einen Feldweg bauen können, das hätte gereicht. Also eine Straße. Und dann tue ich das jetzt und reiß. Da sind dann sonst so viele auf einem Fleck, das muss nicht sein. Meine Güte, nee. Fand die alte Stadt aber irgendwie schöner. Hä? Von der dritten Staffel. Von der dritten Staffel, die Stadt. Die sah doch aus wie ein großer... wie eine große Surprise. Ja, dann mach doch, dann baust du doch so. Nein, kann ich hier nicht. Klar. Schmiegt sich doch hier an den Bergen und an dem Strand entlang. Ah. Wir brauchen mehr Eis in Erz. Her damit. Eine ganze Schiffsladung Eisenerz wieder darunter. Mhm. Ich habe ein paar Hightech-Waffen auf die Hauptinsel gebracht, ne? Hightech-Waffen auf der Hauptinsel?
Hm? Nur ein paar, nicht so viele. 90. 190. Ja, aber die 100, die waren schon letzte Folge da drauf. Nein. Doch. Nein, ich habe gerade mehr als 90 Tonnen noch bewegt, meine ich doch. Dann hast du die 100 Tonnen auf der Hauptinsel vielleicht verkauft oder so, aber es waren 100 Tonnen hier drauf. Das mag sein. Ja, ich hoffe, dass es tausende von Arbeiter anlockt. Was, willst du sie etwa alle verführen? Nein. Weil es doch eine Prämie hier gibt jetzt. Hä? Was macht das Schiff denn hier? Das ist doch hier komplett falsch. Moment, das ist doch noch bevor hier wir wieder was haben, ne? Notfall ausrüsten. Zwei Stück erforschen. Wo du gerade noch was sagst, bevor wir wieder was haben. Moment, wir müssen mal eben, Dinge tun. Belauschen Sie mich? Und in 2 Minuten kann auch Thor. Achso, stimmt ja, wegen ihm. Ich wollte schon sagen, was? Wieso haben wir jetzt 2000? Achso, wir haben ja jetzt Zukunft. Ich hab Zukunft Transnational! Ja, und ich hab schon gedacht, ich hab die Bevölkerung jetzt so weit gepusht, dass wir wieder 2000 haben. Träum weiter. Wie ich den Zukunft einfach eiskalt wegklicke. Na, Zukunft weg. Als der da drüber reden will, dass das Ölgeschäft keine Zukunft ist. Eigentlich ja schon. Weil klar ist unser Ölgeschäft die Zukunft, weil ihn gibt's ja nicht mehr lange. Aber wenn er selber sagt, dass Öl nicht die Zukunft ist, warum verkauft er dann Öl? Warum nicht? Es bringt jetzt gerade Geld. Ah. Ich glaube, man muss Russe sein, um sowas zu verstehen. Nein, das ist logisch. Das ist nun mal so. Jetzt bringt es Geld. Also warum sollte ich es jetzt nicht verkaufen? Keine Ahnung. Wegen Greenpeace? Also Leon Monroe. Ah, wir können nur noch 16 Häuser aufsteigen lassen. Genießen Sie Ihren Kurs. Nur noch. Mach halt die Klappe, Thor. Nur noch. Ein guter Tag wird das nicht. Flugstriche. Oh, müssen wir uns noch nicht einschleimen. Wir haben noch genug Punkte bei ihm. Ja, ja. Solange kein Babyboom wieder hier existiert, aber und der wird gleich existieren, wenn alle Arbeiter angestellte Arbeiter einziehen werden. Tag wird das nicht. Dann wird hier ein bisschen Babyboom wieder existieren. Na gut. Sie wollen mir damit wir sind wieder voll. Wir waren das bei 70. Schön. Oh mein Gott, das passt mir gar nicht, dass du das machst. Hier, nimm 30.000 Credits. Okay, alles ist gut. Okay. Ich glaube, ich sollte mich öfters beschweren. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Wahl war. So was würde ich denken. Alter, das ist voll... Fällt dir gerade auf, dass wir voll die Struses sind? Hä? Wir pissen... einem Typen ans Bein. Ja? Und? Dass er uns nicht mehr mag oder nicht mehr mit uns reden will. Ach ja? So! Und geben ihm dann was aus? Hier, und voll... jetzt sei ich zufrieden. Okay. Das ist doch voll die Struse-Taktik. Ah, eigentlich schon. Ich habe da gerade einen Fehler gemacht, fällt mir auf. Ja, wir sind Struse geworden. Ja, das auch, aber das meinte ich nicht. Ich wollte dahin. Ich habe die falsche Insel besiedelt. Letzte Gründung. Wo ja, das. Ach, da unten. Ich sag doch, ich habe die falsche Insel besiedelt, fällt mir gerade so auf. Oh. Wir werden sowieso bald die ganze Karte beherrschen. Ja, auf jeden Fall. Oder müssen die ganze Karte beherrschen, weil sonst kommen wir gar nicht hinterher mit dem ganzen Stuff. Das ist doch normal, das wissen wir doch schon. So. Ja, wie viele können noch aufsteigen? 4. Schiff, fahr schneller, du bist zu langsam. 1, 2, 3, 4, passt doch. Hallo? Ach, da hinten ist auch noch ein Bütchen, was ich aufsteigen soll, lassen sollte. Weil das sonst nicht passt. Soll schön aussehen. Naja, wirklich schön sieht das hier nicht aus. So. Jetzt, das ist die richtige Insel.
So, ich glaube, mehr können nicht aufsteigen. Im Moment. 268 von 268, genau. Und jetzt die Steuern, deswegen hoch damit. Du bist so ein Knecht, ey. Ah, so, ja. Mehr können wir, glaube ich, gerade nicht aufsteigen lassen. Steuern! Bei dem macht gerade eine Nullnummer. Na, lass ihn mal. Der macht schon noch. So, und jetzt dürft ihr noch aufsteigen. Ach du Scheiße. Da wird sich gleich einer wieder freuen. Jemand namens Thor, wenn so viele Leute wieder reinziehen. Sie verfolgen doch einen perfiden Plan. Ja, tun wir doch auch. Ja, wir wollen Schifflizenzen. Und wir wollen ihn töten. Wieder welche? Also, wir müssten welche haben. Wir haben wieder ein paar. Das ist ja der Sinn der Sache. Wir haben wieder ein paar. So, dann kann ich das von da drüben mal eben alles noch rüberholen, was ich tragen kann. Das, was ich eigentlich machen wollte, tue ich gerade schon wieder nicht, aber gut, das hier ist auch wichtig. Jo, einmal die Karte drehen. Wir sollten schon ein bisschen was anhäufen. Uran und. Ich tue genau das gerade. Genau das tue ich gerade, Taragi. Uranpulver auch. Ja, ich bin dabei, genau das zu produzieren. Registriere inaktiven Black Smoker. Oh, Goldnuggets, mal wieder. Wow, welche Überraschung. Die machen das doch nur, um mich zu provozieren. Verfolgen einen perfiden Plan, hat er bei mir gesagt. Habe ich nicht gesagt, dass er gleich angepisst ist? Sie haben Glück, dass ich das ähnlich sehe. Oh, und gleich direkt dahinterher eine Kriegserklärung machen, aber weil er ja so lieb und nachsichtig ist, macht er das ja nicht. Sie haben Glück, dass ich das ähnlich sehe. Nein, nein, das müsste bei Tycoon bei denen sein. Nein? Ja. Geht doch mal weg, so. Oh, wir haben die 10.000 Einwohner geknackt. 100.000 Tonnen in 2 Jahren ist doch kein Problem, Strindberg. Denken Sie an den Zeitplan, Strindberg. Keine Verzögerung, wir eigentlich Strindberg. Noch machen? Wir erwarten vollsten Ach so, Einsatz, ja, er holt sich bei mir gerade irgendwie aus. Halten Sie sich an den Zeitplan, Strindberg. Ach so, das mit den Stimmen, die er nachts hört. Ja, er holt sich gerade bei mir aus, sag ich ja. Ja. Ja, wir sind halt sein schwuler Freund. Sind wir das? Wir müssen noch 3 Kolosse und einen Konstruktionsplan hydroelektrisches Kraftwerk basteln. Dann tu das. Wie auch immer. Wie auch immer. Ökobilanz. Werte fallen. Wen interessiert es, ob die Ökobilanz fällt? Oh, ein kleines Inselchen. Registriere Störfall im Atomkraftwerk. Oh. Ist das gesund? Fällt mir gerade auf. Was denn? Werden Schweine direkt neben Atomkraftwerk gezüchtet? Ja, mein Gott, also, was soll denn dabei schon schief gehen? Vor allem wie die Schweine da. Das ist doch grässlich. Und jetzt werden sie in den Schlachter geschoben. Das ist ein Häcksler. Zack und weg sitze. Nee, sind's noch nicht. Die laufen da. Was passiert jetzt? Jetzt sind sie auf dem Förderband und jetzt sind sie weg. Die sind jetzt im Atomkraftwerk. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Das ist jetzt wirklich in meiner Position aus, als würden sie ins Atomkraftwerk geschoben. Werden sie auch, das sind unsere Brennstäbe. Das ist ein Ökokraftwerk. Ach, halt's Maul, Skyler. Du warst schon bei Breaking Bad, die in den Nerven. Oh, das geht mir mit Skyler nicht auf den Nerven. Wir haben Schiffslizenzen, sagtest du, ne? Das ist gut. Ja, ein paar. Das heißt, ich brauche ein kleines Frachtschiff. So. Ein paar haben wir, ein paar Flug. Haben wir. Ich mache einen Fehler. Ja, das machst du öfter, wieso? Günstiger aufsteigen, so hätte ich machen sollen. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Okay, bei den Aufsteigen von den Dings ist es noch nicht so wichtig. Das Aufsteigen der Arbeiter, weil die Hälfte von 1 ist 1. Tada. Aber trotzdem. Jetzt sollte ich das machen. Wo habe ich denn diese Uran-Dinger hingepackt? Hatte ich das Uran hier? Wahrscheinlich eher nicht. Eher hier. Ja, hier hatte ich's. Gut, dann fahr hier hin, Schiff. Hol Uran.
Achtung. Hab ich noch genug, um das hier zu tun, was ich hier tun will? Oh, die Folge ist auch schon wieder zu... Alter! Folgen sind zu kurz. Ökobilanz. Ja. Irgendwie schon. Irgendwie ja schon. Dann machen wir den eben. Ja, doch. Du hast gesagt, die Folge ist zu Ende. Jetzt beschwer dich halt nicht. Ja, so nah ist schon okay. Ja, das ist das, womit ich mich hier hauptsächlich beschäftigt habe. Ich habe mich darum gekümmert, dass wir Uran und Sprengpulver kriegen in nächster Zeit. Ich hoffe mal, dass das hier auch so funktioniert. Weil das brauchen wir ja noch für unsere Atomraketen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich mehrere Atomraketen haben wollen. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, aber wie schon gesagt, die Unterhaltskosten einer Raketenbasis ist minus 500. So what? Wir haben gerade Bevölkerungsboost gekriegt, um mehr Geld zu verdienen. Was willst du denn? Und in der nächsten Folge habe ich dann eigentlich vor, das zu machen, was ich eigentlich in dieser machen wollte, nämlich mich mal um Burger und Champagner und Gourmet-Menüs und den ganzen Kram zu kümmern, dass davon auch genug da ist für die restliche Bevölkerung. Das mache ich dann jetzt gleich als nächstes. Jetzt gerade alle einziehen. Ja, genau deswegen, ja. Und naja, sonst habe ich hier nicht so wirklich viel getan. Und du, was hast du gemacht? Ausbau weiter oder noch mehr? Eigentlich nur die Häuser alle ausgebaut. Tja. Eine relativ langweilige Folge bis jetzt. Ja, wir haben jetzt wunderschöne Häuserschluchten hier. Juhu! Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann gibt's hoffentlich ein bisschen mehr zu tun. Bei dir dann vielleicht auch mal ein bisschen weiterer Kriegsausbau. Du sagtest, wir haben wieder Schiffslizenzen, ne? Mir fällt gerade was ein. Was? Kommt in 2 Tagen nicht an und 22:05 raus? Es kommt demnächst raus, ja, aber kam das nicht am 11.? Am 11.? Verdammt, ich hatte irgendwie den 4. oder den 3. im Kopf. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall kommt es jetzt demnächst raus, ja. Ja. Oh. Juhu, freu, aber leider nur Singleplayer. Ja, vorerst. Ja. Angeblich. Ja gut, wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall erstmal hier wieder raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Jo, ciao. Bis dann. Ciao.